19 Leute und herzlich willkommen zu Hit or Shit. Ein neues Spiel wird heute gegrillt oder auch nicht. Doch, ich weiß es schon. Hatte die Aufnahme eigentlich gemacht, aber hey, mein Aufnahmegerät meinte, mein Mikrofon. Stimme brauchen wir nicht. Ja, das ist das Spiel. Wir sind hier drinne. Prevent the Fall. Darum geht es heute. Kostet 9,99 € bei Steam. Ist ein Indie-RPG-Adventure-Ding. Mit einem Dungeon Touch kannst du halt Singleplayer oder Multiplayer theoretisch spielen. Kannst du mit Maus und Tastatur zocken, Gamepad oder aber VR. Das ist halt Virtual Reality, wird unterstützt. Das ist seit dem 31.07.2017 draußen das Spiel und ist von DWS gepublished und auch programmiert worden. Jetzt sind wir halt entwickelt. Die Reviews sind sehr ausgeglichen. Ich werde jetzt hier erstmal. Okay, löschen oder muss ich es automatisch? Super, Delete Game. Genau, wir starten im Menü. Wir hören keinen Sound. Das ist kein Fehler, wir hören keinen Sound. Wir hören keine Musik. Wenn ich ein neues Spiel beginne, kann ich mir nur den Modus aussuchen. Ich kann mir nicht den Charakter aussuchen, kein Geschlecht. Ich kann da nichts entscheiden, nichts machen. Kann nett sein, kann es auch knicken. So, Prevent the Fall. Ah, ja, jetzt sind wir hier. Vielen Dank, dass du halt Prevent the Fall gekauft hast. Das ist alles in Englisch. Das kann man auch nicht umstellen, meine ich. Willkommen beim Tutorial. Bitte bewege deine Taste. Ja gut, mit WASD würde ich mich halt nach vorne bewegen oder mit einem Controller kann ich halt, ne? Gut. Also, wir haben hier mit dem Steuerkreuz Ausweichmöglichkeiten, sofern ich genug Stamina habe. Gelb ist Stamina, rot oben in der Leiste ist meine Energie und blau ist quasi Mana. Ich bin Stufe 1 und wir sind voll der hässliche Typ. Wir sind halt so ein Kaputter. Wir sehen scheiße aus. Guck dir mal das Gesicht an. Also es ist nicht schön geformt, muss ich sagen. Ich finde ja eigentlich hier so die Bodentextur gar nicht mal so schlecht. Und auch die Wand. Ne, hier auch ein paar Details. Das ist okay, aber wenn ich mir die Klumpatsch hier angucke, das finde ich nicht schön. Und das ist für mich nicht realistisch. Sieht ein bisschen aus, als hätte man den Boden einfach nur gespiegelt. Gut, ein paar Spinnweben, die sind wiederum schön. Die sind luftig, locker, leicht. Ja, das sieht aus wie eine Animation, die man einfach eingefügt hat. Aber es ist ja auch okay, ich meine. Die Banner sind. Ja, du willst ja immer ein bisschen. Das würde mich einfach ein bisschen überfordern, wenn ich mit so einer Scheiße sofort konfrontiert werde. Ich finde es gut, wenn man sagt, hier damit und damit macht man das. Das kannst du aber stückweise machen und vielleicht darauf hinweisen, dass eine detaillierte Beschreibung nochmal im Menü ist. Das Menü finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht so schön. Ja. Mit Treasures, dann nehme ich mir das mal eben. Nice. Ja, egal. Wenn ich im Menü bin, ich habe kein. Ich nenne es mal separates Menü. Normalerweise habe ich ja immer irgendwie ein Menü, wo ich sagen kann, ich kann den Dungeon verlassen, ich kann das Spiel verlassen, ich kann zurück zum Spiel kehren, ich kann meine Controls zeigen und von mir aus auch die Schwierigkeit ändern. Sowas wie Talente, Map oder aber das Equipment, das macht man irgendwie separat. Das ist hier nicht der Fall. Das finde ich auch ein bisschen unsympathisch, wenn ich ehrlich bin. So, ach ja, jetzt muss ich sowieso ins Equipment gehen. Siehst du, das ist so ein anderes Menü. Das hätte man locker mit einer anderen Tastenbelebung irgendwie auf einbetten können, dass ich das halt, keine Ahnung, direkt parat habe. So, hier habe ich halt mein Schwert und dann nehme ich hier Schwert und Schild. Ja, nehme ich auch. Kann ich eigentlich auch mit. Ja, da habe ich nochmal Magie. Auch nicht schlecht. Ja, hier haben wir was zu fallen. Ich meine, das ist okay, das ist Tutorial und ich mag es wirklich, wenn du Stück für Stück was hast, aber ich würde es kurz knapp und knackig machen. Und es ist auch ziemlich dominant, du rennst dann und du hast erstmal so eine Wall of Text und du siehst ja gar nichts vom Spiel. Das finde ich schade. Sounds sind in Ordnung. Animation, ja. 5 Euro vom Grafiker, sagt der lieber Grunkemann. Nein, Spaß. Das ist schon okay, jetzt habe ich die Fallen ausgeschalten. Musik. Ja, das nervt mich, weil ich laufe und mir wird da einfach was vors Gesicht geklatscht. Da bin ich kein Fan von. Ich leg mich auch nicht wirklich durch. Das juckt mich nicht. Hier schon wieder. Das geht noch an Text. Hier ist nichts Wichtiges drin. Hier auch nicht. Wir suchen weiter. Hier auch nicht. Ich hab die Fässer explodieren. Schön. Jetzt geht's ins erste Kampfgeschehen. Das dürfen wir natürlich nicht verkacken. Das ist das Tutorial. Oh wow, wir können durch die Tür gleiten. Da hat jemand wunderbare Dienste vollrichtet. Wo ist man? Ja, weg damit. Was kann ich mit dem Stab machen?
Ach, ich lass lieber Schild. Den habe ich noch. So, jetzt sind hier auf jeden Fall erstmal Gegner aufgetaucht. Ich meine, das ist Tutorial, das ist okay. Ich finde die Gegner auch gut. Also ich finde gar nicht mal so schlecht. Also die sehen schöner aus als unser Main-Charakter. Hier geh mal kaputt, ich will dich eben angucken. Ja, verpiss dich. Die. Oh, schade. Direkt despawned. Das ist natürlich blöd. Ich wollte mir die Leichen angucken. So, und das steht hier allen Ernstes so. Du hast das Tutorial jetzt bestanden und jetzt kannst du einfach den Dungeon verlassen mit Systemmenü. Und das ist nicht nur bei diesem Dungeon der Fall, das ist bei jedem. Ich hätte mir da einen Übergang gewünscht, dass man sagt, wenn du den Dungeon verlassen willst, dann gehst du halt mal auf einen Anfang zurück. Wenn es halt so ein kleiner ist, dann bietet es sich an, dass man da irgendwie so eine Mana-Quelle hat. Man geht da rein und ist dann wieder da. Oder man macht irgendwie was anderes. So, jetzt sind wir eigentlich schon im Geschehen. Wie kann ich dir helfen? Ich kann das Game exen mit Punkt 4. Ich kann in meinen Optionen was nachprüfen. Ich kann Trainingspunkte ausgeben, wenn ich welche habe. Oder ich sehne mich nach Abenteuern. Das heißt, ich möchte rein. Oh, schön. Also das Gift von der Chimera ist selten. Aber mir wurde gesagt, dass es ein... Okay, ich habe keine Ahnung, was Surplus ist. Irgendwo in den Abwässerkanälen verwahrt hat. Dann werde ich mich dich doch annehmen. Und jetzt könnte ich theoretisch überlegen, ich mache das ganz alleine, also Singleplayer, oder aber ich mache es Multiplayer, indem ich selber online etwas hoste oder halt als LAN-Member das mache. Oder ich kann einer bereits existierenden Gemeinschaft zusteuern. So, ich mache das mal solo. Ja. So, ich soll mal dreimal Chimera-Gift sammeln. Das heißt, ich muss Chimeras kaputt machen. Wir haben jetzt hier schon ein... schön, man kann durchgucken, ja. Einen anderen Raum, ein anderes Areal ist nicht schlecht. Bevor ich es vergesse, das ist das Beste. Der Typ, der kann auch springen. Ja, genau. Das ist meine Springanimation. Im Ballett machst du das. Mit den Beinen. Nicht Grand Battement. Ich kann leider kein Französisch. Enchangement. Enchangement ist das. Schwipp, 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 schwipp. Das machst du im Ballett. Das machst du aber nicht, wenn du kämpfen willst. Vor allem, wenn ich aber laufe, schwipp, ich schwebe, ja? Ich habe so viel Methan in mir. Das kann ich einfach unter meinen Füßen rauslassen. So, ich kann mir jetzt die Gegner angucken. Die gammeln da gerade noch. Oh, da kommt was Neues. Ja, hier, fick dich. Ich habe so eine kleine Minimap, das ist eigentlich ganz praktisch. Ich meine, es ist okay designed, da kannst du nicht sagen. Ich finde das nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich... Ja, doch. Fledermäuschen sind süß. Graf Dracula. Wobei ich die nicht wirklich hier in einem Rohrsystem reingepackt hätte. Eher Schleim. Spinnen von mir aus noch. Aber ich würde eher anderes Kräuch und Fleuch reinpacken. Hallo? Eigentlich sollte es Autofokus sein, aber irgendwie weiß ich auch nicht manchmal. So, fick dich, jetzt bin ich vergiftet worden. Buffs habe ich alles unter meiner Anzeige. Ich sollte eigentlich auch Special-Attacken haben, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich die mit der Tastatur... mit dem Gamepad... Oh, jetzt haben wir epische Helden-Mucke. Freischalte, da müsste ich eiskalt... tatsächlich mein Dings nehmen. Oh, jetzt kommt hier wieder ein Gegner. Ja, ach so, schön. Ich muss irgendwelche Fässer suchen. Es gibt hier mehrere Modi, sag ich mal so, die du aber nicht wirklich selbst bestimmen kannst. Oh, nettes neues Areal. Brechen mir jetzt die Knochen, wenn ich hier runterspringe? Oh, shit. Wahrscheinlich nicht. Also die Mucke, die jetzt gerade spielt, hätte ich mir für einen Bossfight gewünscht. Weil es gibt auch manchmal das, dass du halt im Dungeon bist und du musst halt den Boss finden und töten. Da wäre so eine Mucke, so eine aufreibende, ganz praktisch. Boah, das finde ich jetzt gerade einfach zu aufreibend für dieses Areal. Dann hast du jetzt hier solche Collector-Dinger. Du hast aber auch Dungeons, wo du die Karte weiter aufdecken musst, diese Minimap, dass du halt einmal alles abgegangen bist. Dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, bestimmte Gegner, eine Menge an Gegnern zu töten, zu dezimieren. Ja, und das waren bis jetzt alles so die Quests,
die ich bekommen habe, denn die Questauswahl ist sehr beschissen. Ich hatte mehrmals versucht, etwas anderes zu bekommen, außer Kampf gegen die Riesenspinne. Ich hätte fast geheult, weil... Oh wow, jetzt ist hier auch eine wunderbare Giant Spider. Spider vor allem. So, ich nehme einmal Tastatur. Weil ich nichts... Oh wow, ich bin gleich tot. Oh, jetzt habe ich auch die Quest completed. Das ist perfekt. Habe ich nicht auch was Kleines? Nein, dann wollen wir... Das ist ein Ding, wenn du die Quest erfolgreich abgeschlossen hast. Du kannst nicht irgendwo rausgezaubert werden. Du musst selber diesen Scheiß-Dungeon verlassen. Ich muss 3 Sekunden warten. Finde ich nicht gut gemacht. So, jetzt haben wir ein paar Punkte. Okay. Das klingt auch gut, das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Werde ich machen. Problem ist jetzt, wenn ich online machen wollte, ich würde gerne einer bereits bestehenden Party mich zugesellen und es gibt keinen Server. Ich weiß jetzt nicht... Achso, jetzt bin ich auch rausgeschmissen worden, cool. Ich hätte gerne Training, weil ich Trainingspunkte habe. Ich weiß nicht, ob ich 1 oder 2. Ich habe 4 Talentpunkte, okay? Nice. Ich kann mich zwischen Abwehr, Kampf und Magie entscheiden. Ich nehme jetzt erstmal Kampf. Achso, ich habe nur 2 übrig. Das habe ich. Junge, mit deinem komischen Precision bist übergelappt. Ich sehe das nicht, ne? Ach, das ist wunderbar. So, wir machen einfach da 2. YOLO. Ich hätte gerne ein Abenteuer. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, einmal einen Dungeon anzugucken. Wie sieht es mit irgendwelchen Gruppenabenteuer aus? Nö. Ich möchte trotzdem, dass es diese scheiß Giant Spider gibt. Mehrere Quests mit irgendwelchen Spinnen. Das werde ich machen. Wenn ich jetzt hier online mal was hoste. Public Server. Mal sehen. Was passiert? Okay, ich glaube, hier kommt keiner. Wunderbar. So, das ist die Krypta, die finde ich aber grafisch, ehrlich gesagt, ja, furchtbar. Das sieht aber scheiße, das sieht aus wie so ein kaputter Spielautomat, den man da so richtig lieblos hingeklatscht hat. Das geht gar nicht. Das Licht, ja, ist das in Ordnung? Oh. Ah. Goblins. Sehr gesehen vom Weiten erstmal ansprechen aus. Also ich würde mich da wahrscheinlich so weit reinlegen. Bisschen klein. Ach, wird gehen. Also für ihn wäre das zu schmal. Der ist ja ein bisschen breiter gebaut, der Typ. Kann ich ja looten? Sag mal, kann ich das hier looten? Ich hätte das halt so geglitzert, dass man es looten könnte. Da habe ich mich vertan. So, hier ist der nächste Raum. Geht da hinten etwa schon die Tür auf? Ja. Also bis jetzt habe ich Gegnertypen große Spinne, kleine Spinne, Goblins, Fledermäuse. Habe ich hier auch sowas wie Zombies und Skelette? Das würde sich ja zumindest für eine Krypta anbieten. Mumien, Zombies und Skelette. Alles, was bereits verwies, ist von mir aus auch Vampire. Oder irgendwelche Geisterrüstung oder überhaupt Geister. Oh. Sollte es ein Fallbeil sein? Ja, aber das, komm ey. Die Falle ist nett, aber das sah aus... Das tut ein bisschen weh, weil nicht scharf, aber weil stumpf. Und wenn da mit der richtigen Geschwindigkeit auf dich drüber, dann ist schmerzhaft. Wow, so kaputt gemacht. Quest complete. Ich kann jetzt wieder mit Exit. Dungeon verlassen. Ja, Halleluja, das Spiel. Toll. Yay, yeah, ich habe neue Trainingspunkte. Und im Prinzip geht es immer so weiter. Man hat links einen Levelaufstieg, aber ich sag ganz ehrlich, mir fehlen da viele Dinge. Es ist gut, dass es ein Tutorial gibt. Ich finde es aber nicht gut umgesetzt. Wie gesagt, bitte kein Wall of Text. Immer Step for Step. Das ist ganz gut. Das ist für eingefleischte Spieler vielleicht ein bisschen nervig, aber es ist schön. Macht verschiedene Menüs. Eins so ein allgemeines Menü und über Tastenbelegung oder aber Gamepad-Tasten. Dass ich irgendwie einfach switchen kann, dass ich, keine Ahnung,
ich habe ja so ein Select und so ein Startmenü, dass ich von mir aus auf Start das Normale habe und auf Select zum Beispiel mein Kampfausrüstungsmenü kommt. Irgendwie sowas, ne? Ich kann auch nicht pausieren, wenn ich mein Menü aufgreife, genau, aufrufe. Dann werde ich kaputt gekloppt, ne? Das finde ich blöd. Ich habe keine Story. Ich habe kein Intro, ich habe keine Story. Ich habe nichts von beiden. Auf ein Intro kann man vielleicht noch verzichten, aber auf eine Story nicht. Jetzt einfach zu sagen, ja, ich gehe hier rein und klopp alles kaputt. Ja, toll. Nee, also das reicht mir nicht, ne? Weil man könnte ja wirklich einfach so sagen, das würde auch begründen, warum man zum Beispiel diesen Charakter hat und warum man nicht selber einen zusammenstellen darf. Das ist John Smith, der einst treuer Diener des Königs war, quasi die rechte Hand. Und durch einen Hinterhalt hat man ihn zum, ich sag mal, Mörder des Königs gemacht oder beziehungsweise man hat den König umgebracht und wollte ihm in die Schuhe schieben und dafür sollte er eigentlich gehängt werden, konnte aber fliehen und ist untergetaucht, hat sich zum Beispiel die Haare abrasiert, was weiß ich, und versucht jetzt quasi den wahren Mörder des Königs herauszufinden und versucht das alles aus dem Untergrund zu, sag ich mal, wer ist denn das, zu bewerkstelligen, ne? Fängt erstmal so kleinen Gelegenheitsjobs an in der Taverne, um sich halt überhaupt finanziell ins Wasser zu halten. Denn wenn du eine Armada brauchst oder haben möchtest, dann brauchst du Kohle oder generell Rüstung oder sonst was. Und fängst einfach ein neues Leben an. Weil das wäre schon eine Story, die man sich mal eben so in 5 Minuten ausgedacht hätte und die man auch grafisch hätte schön umsetzen können, ne? Und Tutorial hätte dann auch sein können, dass du vielleicht einen Verbündeten hast, wie einen alten Mann oder, das ist ein ganz klassisches Motiv, oder irgendjemand aus so einem Bandenmitglied, das sich halt ein bisschen einweist, von wegen, hier, pass mal auf, so und so machst du das, oder hier, das ist ein Gegner, jetzt kloppt den mal nieder, mit bla und bla machst du das. Wäre, glaube ich, sympathischer rübergekommen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die es hinkriegen. Musiksound ist okay, Grafik, ich weiß nicht, mal finde ich sie gut, mal finde ich schlecht. Ich finde diese Kerzen, die da runterhängen, das sieht scheiße aus. Aber manchmal finde ich die Wandtextur und die Bodentextur sehr schick gemacht. Auch einige Gegner sahen jetzt nicht so schlecht aus, aber naja, die waren hübscher als der Main-Charakter. Es gibt also vieles, was mich stört. Ich finde dieses Adventure-Menü zum Beispiel auch nicht so schön hier. Klar, ich suche nach Abenteuern und ich habe da diese Gerüchte und ich muss, wenn ich was Bestimmtes möchte oder aber überhaupt mal was anderes zu bekommen, mehrmals da rumklicken. Das ist nervig. Wenn ich halt keine Online-Party oder so finde, werde ich aus dem, was ich mir ausgewählt habe, sofort rausgeschmissen. Das ist auch scheiße. Ich fände es zum Beispiel geil, wenn man einfach sagt, hier, pass mal auf, ich habe hier mehrere Pergamentrollen mit Queste, die gemacht werden sollen, weil da so ein Bulletin ist, ein Aushängeboard, wo man Quests annehmen kann. Dass man sagt, okay, du kannst dir quasi aus diesen bestehenden was aussuchen. Und wenn du eins erfolgreich abgeschlossen hast, dann kriegst du eine Reward. Du könntest theoretisch diese Quest nochmal machen, indem du mal auf denselben Umschlag klickst oder du machst halt den nächsten. Und keine Ahnung, eine bestimmte Anzahl von erfüllten Quests bekommst du auch dann wiederum was Neues, das hätte man machen können. Da fände ich es auch schön, wenn man eine Teleport-Funktion gehabt hätte. Wenn man zum Beispiel den Dungeon komplett aufgedeckt hat, gibt es ja diese kleinen Sequenzen, dass man dann sagt, okay, ich lasse dich automatisch teleportieren, wenn es ein kleiner Dungeon ist und ich sollte nur irgendwas kaputt machen. Dass man da so ein Warp-Portal bekommt, dass man da zurück an den Anfang kann. Es sei denn, man will sich nochmal umgucken oder... Aber es ist halt scheiße, wenn ich über das Menü gehe und sage, oh, ich gehe jetzt aus diesem Dungeon raus. Ich finde das ein bisschen schwach auf der Brust, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend muss ich tatsächlich sehr subjektiv diesem Spiel das erste Shit geben. Das Spiel ist scheiße, Alter. Für 10 Euro, da kaufe ich mir lieber 10-mal 1 Euro Burger beim McDonald's und kriege sämtliche Krankheiten. Das ist mir irgendwie mehr wert als Prevent the Fall. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es mit VR spielt, ob es dann irgendwie lustiger ist, greifbarer. Tja. Ich kann es nicht empfehlen. Das wäre es von Hit or Shit. Wie ist es beim nächsten Mal wieder? Mal sehen, welches Spiel ich dann durch den Kakao ziehe oder eben nicht. Ne? Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und Way!